Es hat jetzt keiner so richtig geglaubt, dass ich noch lernen kann, zu nähen. Ich musste das den Leuten erstmal beweisen. Ja, das Hauptproblem, wenn man so eine Behinderung hat, ist ja nicht unbedingt, dass man diese Behinderung hat, sondern dass man ständig auf andere angewiesen ist. Und das möchte man halt jetzt gerade beim An- und Ausziehen jetzt nicht unbedingt jeden Tag. Mir fehlen so die Kleidungsstücke, die perfekt auf mich abgestimmt sind sozusagen. Also auch auf Menschen, die jetzt nicht nur rein im Rollstuhl sitzen, sondern die aufgrund einer muskulären Erkrankung im Rollstuhl sitzen und die deswegen auch andere Bewegungseinschränkungen haben. Also dass sie zum Beispiel die Finger nicht richtig bewegen können oder ähnliches. Das Besondere sind die Verschlusslösungen, würde ich sagen. Das heißt, die Magnetverschlüsse, oder die Positionierung der Reißverschlüsse, die elastischen Materialien, aber auch, dass es ein junges Design ist. Wäre natürlich super, wenn zum Beispiel auch, größere Firmen und Labels so eine Linie praktisch rausbringen würden, was man dann halt auch einfach mal in den Läden kaufen könnte. Weil dann könnte man natürlich auch, als behinderter Mensch normal shoppen gehen sozusagen, müsste nicht immer in speziellen Online-Shops schauen. Ich bin Anna, ich studiere Modedesign und ich habe eine Kollektion designt, speziell für Menschen mit muskulären Erkrankungen, die im Rollstuhl sitzen.